Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Uns wollte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus den Szenarios aus Mist of Pandaria. Und dazu war ich schon fleißig, habe ein paar gefarmt. Insgesamt wollen wir 30 Stück aufmachen. Und wie ihr sehen könnt, bin ich gerade mal wieder auf einen von den Testchars. Deswegen ist der Name hier so ein bisschen reingehackt. Der wird jetzt danach auch gleich wieder gelöscht. Aber die Kisten wollen wir natürlich einmal mitnehmen. Bevor wir die aufmachen, können wir den Anfangsstand uns mal anschauen. Ich bin aktuell overall bei 47%, also 178 Items fehlen mir noch. Bei den blauen Kisten sind es noch 139 Items, bin ich bei 38%, und bei den epischen brauche ich noch 39 Kisten, da bin ich bei 65%. Und dann würde ich sagen, schauen wir rein und gucken hoffentlich ein bisschen guten Loot entgegen. Also, jetzt schauen wir mal. Nummer uno. Achso, hier haben wir kein Auto-Loot. Ah, da haben wir gleich schon mal Handschuhe, das ist doch schon wunderbar. Dann das zweite, ein Rücken. Den brauche ich auch. Wunderbar. Und Nummer 3, Schultern. Also drei Items, das war ja ein super Start. So kann es gern weitergehen. Dann haben wir als nächstes einen Monk. Mal gucken, ein bisschen Ledergier. Genug davon. Nee, nicht genug davon. Ja, gut, das brauchen wir nicht. Das ist eine Hose. Die haben wir schon. Dann den Gürtel haben wir auch schon. Na, jetzt hoffen wir mal, dass noch eine Waffe drin ist, weil ich glaube, Ledergier brauche ich hier sonst nicht mehr. Ich brauche nur noch einen Umhang und eine Waffe, ne? Gucken wir mal. Gürtel, dreimal nix, belastend. Gut, dann haben wir noch einen Hunter. Schade. Oh, was haben wir da Schönes? Kettenstuhl, wunderbar. Und noch eine Kettenhose, die brauche ich auch, wunderbarst. Und dann habe ich noch einen Testchar, wieder mit einem besonders guten Namen. Und ja, diesmal ein Magier. Jetzt gucken wir mal. Wieder nix. Ein Ring. Und vielleicht hier Hände, die ich schon hatte. Schade. Gut, dann haben wir noch einen Lederträger. Einmal einen Demon Hunter. Schade. Oh, das wird wieder eine Nullnummer. Den Gürtel hatte ich auch schon. Belastend. Als nächstes haben wir einen DK. Hier vielleicht. Ich sag's euch. Zumindest Hosen. Wunderbar. Und noch einen Testchar haben wir am Start. Wieder einen Magier. Oh, blauer Umhang. Und? Ne, den hatte ich schon. Nix. Eine Halskette. Schade. Dann haben wir nochmal den Mage und dann gucken wir mal, ein paar Stoffsachen. Nee, das sieht schlecht aus. Oh, was haben wir da? Eine Waffe. Die hatte ich auch schon. Und das letzte ist ein Umhang, den ich leider auch schon hatte. Dann haben wir noch einen Druid mit ein bisschen Ledergier, hoffe ich mal. Nein. Auch nicht. Und die letzte Kiste. Oh, die Brust hatte ich auch schon. RIP. Gut, dann kommen wir zum letzten Char, und zwar den DK. Dann gucken wir mal. Fangen wir diesmal mit der epischen Kiste mal an. Da haben wir doch ein Handgelenk. Dann einmal nix und nochmal nix. Gut, dann gucken wir uns den Endstand an. Ich brauche jetzt noch 171 Items. 49,25% haben wir. Bei den blauen sind es 136 Items, 39,55. Und bei den epischen sind es 35 Items. 68,57, was mir noch fehlt. Oder was ich schon habe, das vorne ist, was fehlt. So rum, dass ich nichts Falsches erzähle. Gut, dann sind wir durch mit einem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.